Ach Gott im Himmel, das ist wieder einer dieser wunderschönen Momente bei Baris Ferraris, umgeben von bezaubernden Damen. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Horst ist mein Name oder Herr Lichter, wie es beliebt und gefällt. Hallo, Anna. Anna und? Claudia. Anna und Claudia. Und ihr habt, ach, Eierbecher. Ja, und ein Milchkännchen. Und ein lecker Milchkännchen. Ich würde Sahnekännchen sagen, hört sich besser an. Ja. Sahnekännchen. Ja. Gut, ihr Lieben, ihr habt einen Teil Porzellan mitgebracht, ne, würde ich mal sagen. Ja. Aber erstmal ein klein wenig über euch beide. Wie steht ihr zueinander? Wir sind Mutter und Tochter. Mutter und Tochter. Von wo kommt ihr? Wir kommen aus Düsseldorf. Ach, wunderbar. Aha. So, von wo ist dieses Restporzellan? Das ist von meiner Mutter, die kürzlich verstorben ist. Und sie hat es schon immer in ihrer Vitrine stehen gehabt. Gut, aber du erzählst erstmal, was wir sehen und von wem es ist. Ja, sehr gerne. Wir haben hier Hartporzellan vorliegen. Und eine wirklich sehr, sehr bekannte Manufaktur hat dieses Porzellan gefertigt. Und zwar die Königliche Porzellanmanufaktur in Berlin. Und in Berlin sind wir auch schon an dem richtigen Standort, wo dieses Porzellan auch genutzt wird. Worden ist. Einen Hinweis haben wir direkt vorne schauseitig in dieser Initiale. Das ist nämlich keine dekorative Verschlingung, sondern das ist ein Großbuchstabe, ein großes W. So, W gibt es ja viele verschiedene Vornamen. Ein weiterer Hinweis, welcher mit dem Namen W gemeint ist, sehen wir hier in dieser Krone, die sehr fein gearbeitet ist. Kaiser Wilhelm. Richtig. Richtig. Kaiser Wilhelm II. Für ihn ist dieses Porzellan gefertigt worden. Er hat es vermutlich genutzt und es hat sich definitiv in seinem Berliner Stadtschloss oder in Potsdam befunden. Und das wiederum kann ich so genau aufschlüsseln. Und das ist das Schöne an Porzellan aus guten Marken, aufgrund der ganzen kleinen Markierungen hier unten drunter. Denn wir haben hier einmal das Eiserne Kreuz. Und dieses Eiserne Kreuz ist nur in der Fertigungszeit von 1900 bis 1914 aufgeprägt worden. Dann habe ich hier eine kleine Zahl. Das ist eine 1917. Und das ist die Jahreszahl. Dieser Eierbecher ist 1917 gefertigt worden. So, das heißt, das Eiserne Kreuz geht ja eigentlich nur bis 1914. Wir haben hier einen Eierbecher, der 3 Jahre später nachbestellt worden ist. Wenn etwas kaputt gegangen ist, kann man bei einer guten Firma Manufaktur immer wieder etwas nachbestellen. Das heißt, alle 4 Objekte haben unterschiedliche Jahre. Hier haben wir 1917, hier 1908, noch einmal 1917 und das kleine Milchkännchen stammt aus dem Jahre 1915. Aber du bist jetzt ganz sicher, weil dann wäre eine andere Wertigkeit für mich da, wenn die tatsächlich aus dem Haushalt vom Kaiser stammen würden. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Ist absolut sicher. Ja. Das ist, also wir haben hier einfach die Markierungen, die wir aufschlüsseln können. Es ist auch die Qualität der Fertigung. Und mir persönlich gefällt unfassbar gut, wenn ich mit den Händen über die Glasur gehe, die hier auf Glasur ist, also über der transparenten Glasur, dann spürt man die ganz feinen kleinen Diamanten, die mit weißer Farbe aufgebracht worden sind. Das ist haptisch zu spüren. Und hier auch ganz klassisch und sehr zurückhaltend meines Erachtens ist dieses reliefartige Dekor im Porzellan selber. Das hat auch einen Namen. Und zwar nennt sich das Neu-Osier. Osier ist französisch und bezieht sich auf Weidenrutengeflechte. Und hier haben wir die Idee von einem Weidenrutengeflecht nachgearbeitet. Jetzt ist natürlich das Nächste. Ich sehe eine Beschädigung. Und dass ich die schon sehe, ist schon schlimm genug. Ja. Hast du noch mehr gefunden? Und zeig mir die eine. Nein, das ist die einzige wirkliche Beschädigung. Und zwar hier an der Seite dieses Eierbechers. Da ist ein Chip am Stand. Gut, ihr Lieben, was möchtet ihr haben dafür? Wir hatten uns überlegt, 250 Euro für das Ensemble wäre schön. Deckt sich Biancas Schätzung mit dem Wunschpreis? Wir sind sicher, dass das wirklich das Privatservice der kaiserlichen Familie war. Deswegen bin ich ein bisschen höher als ihr Wunschpreis. Ui. Bei 200 bis 400 Euro im Konvolut. Mhm. Das ist eine große Spanne. Ich bin gerade mal überlegen, ob ihr die 4 Teile mitnehmt oder ob wir die rüberschaffen, jetzt wo ich weiß, dass sie dem Kaiser gehörten. Ja.
Dann nehmen wir sie. Gebe ich erstmal ein Kärtchen. Dankeschön. Ja. Wir schleppen sie rüber. Da geht's danke. Rüber. Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön. Tschüss zusammen. Ja, alles Gute. Danke. Das können wir schnell machen. Das ist KPM, das ist die Kriegsmarke 1914 bis 18. Und wir haben das normale, das ist das Alt-Osier, heißt das Muster. Und wir haben drei Eierbecher und ein Milchpöttchen. Das ist, ich habe noch was übersehen. Das könnte vielleicht wichtig sein. Da ist das ist die Kaiserkrone von den Hohen, also das ist Wilhelm. Das ist Kaiser Wilhelm. Und jetzt sind Claudia und Anna gespannt, ob jemand aus dem Händlerteam in Zukunft majestätisch frühstücken möchte. Viel Glück. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. 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 Schönen guten Tag. Kaiser Wilhelm hat daraus sein Frühstücksei gegessen, wenn wir das richtig interpretieren. So ist es. Mhm. Das haben wir eben gehört. Toll. Ja. Der hatte, das muss irgendwie wirklich das Frühstücksservice sein, weil das Abendservice ist nochmal mit Rot bemalt und so weiter und dem preußischen Adler. Wie kommen Sie an sowas? Es war schon immer in unserer Familie. Ich kenne es nicht anders. Stand immer in der Vitrine meiner Mutter im Wohnzimmer, aber jetzt nicht besonders gesichert. Also sie hat es einfach aufgehoben. Ja, fange ich mal an mit 80 Euro. Das kann man dafür geben. 30 pro Eier. Für einen Eierbecher gibst du 80. Bist du denn drauf? Ja. Für 80 Euro musst du sie aus dem Kaiserhaus klauen. Also ich gebe 350. 400 von mir. 450. 500 von mir. 550, des Kaisers Eier. 600. Dann bin ich froh, dass ich kein Porzellan kaufe. Jedenfalls 600 sind bei mir geboten, gebiet jemand mir. Ja, ich. Ich auch. Na dann du zuerst. Nee, du zuerst, dann kann ich wieder drum höher bieten. Ist mir lieber. Jetzt haben wir so richtig einen raus, Sarah. Der kann schon lästig sein, der Kleine. Ja, den schüttelt man aber auch mit links ab. Dann schüttel mal. 650. 800. Gut. Oh, das war aber jetzt schnell geschüttelt. Da musstest du aber schlucken. 850 von mir. 900 bei mir. Unvorstellbar. Dann mach ich 1000. Was ist, Maya? 1000 sind geboten. 1010. Ah! Jetzt Achtung. Ich sag mal 1100. Schöne Summe. Mhm. So. Dankst du ab? Ich danke ab. Der Kaiser hat abgedankt. Ja. Würden Sie denn an mich das kaiserliche Geschirr verkaufen? Ich denke, es wäre uns eine Ehre. Ja. Wunderbar. Dann kommen Sie zu mir, dann werde ich gleich morgen früh drei kaiserliche Eier auf einmal essen, um das Ganze zu feiern. So, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 und den habe ich noch dem Herrn Meier zu verdanken, 1100. Vielen Dank, das ist auf Berlinerisch wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Macht es gut, der 1000er war bei mir. Ja. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hast du gut Leo, gemacht. Ich muss dir noch einen Tipp geben. Denk an deinen Cholesterinspiegel, bitte. Drei Eier ist wirklich etwas opulent zum Frühstück. Aber das stimmt, wenn das stimmt. Ich das anmerken darf. Ja. Die Päpste hießen alle Leo. Ich weiß. Und die Päpste hatten drei Kronen, die Tiara. Und du hast jetzt drei Eierbecher. Das kein Zeichen ist ein Zeichen von oben, glaube ich. Und das sagt er mit den Reliquien. Ja, ja.